Der Donauradweg liegt bekanntlich ja hinter meiner Haustüre, hätte ich beinahe gesagt. Und ich bin ihn auch schon häufiger gefahren. Und ja, heute habe ich mich hier in Riedling am Bahnhof hingestellt. Von hier aus habe ich schon mal mehrfach Touren über den Donauradweg gemacht. Und umso schöner ist es, dass dieser Weg sehr stark frequentiert ist. Jetzt wird man sagen, okay, ja, was reizt einen da dran, wenn ein Donauradweg stark frequentiert ist und ja, nur Räder unterwegs sind? Ja, ganz einfach. Dieser Weg wird von vielen netten Leuten befahren, die ja auch YouTuber sind. Und so einen will ich heute abgreifen, denn ich hatte gehört, dass er den Donauradweg von der Quelle bis nach Passau fährt. Und ja, was liegt es da näher? Einfach mal Hallo zu sagen. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Ich habe das Ganze so hintenrum ausgemacht und freue mich riesig drauf, da ich ihn live noch nie gesehen habe. Ja, um wen es da geht, erzähle ich gleich. Mein Name ist Ilja vom Kanal Coole Reisen und ja, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, kommt mir einfach mit von Riedlingen auf Sigmaringen und ich hoffe einfach mal, ja, dass ich ihn nicht verpasse, ne? Weil man kann ja auch aneinander vorbeifahren. Aber da gehen wir jetzt erstmal nicht von aus. Also, auf geht's von Riedlingen auf Sigmaringen, um diesen YouTuber abzufangen. Kommt mit! Nachdem wir Riedlingen hinter uns gebracht haben, habe ich ja auch schon mehrfach in einigen meiner Videos gezeigt, ist heute die Challenge für mich, ja, den YouTuber abzufangen. Und ich habe es im Grunde gar nicht eilig. Das Einzige, was ich tun muss, ist auf dem Original-Donauradweg bleiben und die Augen offen halten. Und dann wird das auch klappen. Ja, um wen geht's denn? Wir wollen da auch keine große Spannung aufbauen. Ich hatte bei, ich glaube Facebook war es, gesehen, dass er diesen Weg fährt. Ich wusste das auch schon mal durch vorangegangenen Gesprächen und der Zufall hat es ergeben, dass er jetzt gerade in der Region ist. Ja, wo ich Zeit habe, ne? Wo ich ihnen entgegenradeln kann. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, ja, weiß er nichts davon. Ne? Und ja, und dann habe ich mir gedacht, liegt doch nichts näher. Mensch, man sieht sich immer nur über Videos, man hört sich immer irgendwie über Kommentare. Warum nicht mal live? Ich mache sowas sehr gerne und ich denke, für euch ist das genauso spannend. Dementsprechend, ja, Initiative ergriffen, ab aufs Rad. Entgegenradeln. Hallo. Ja, aber um wen geht's denn jetzt eigentlich? Wollen euch nicht länger auf Folter spannen. Ja, der Lucy vom Kanal Lucy's Bike and Vent Touren. Ja, der ist wie gesagt hier unterwegs und ja, wenn ich immer links und rechts gucke. Zum Thema verpassen, ja, nicht irritieren lassen, genau. Und ja, er hat die Nacht verbracht im Donautal in Hausen auf dem Campingplatz und ist jetzt heute auf dem Weg in Richtung Ehingen.
der Donau entlang. Und ja, deshalb habe ich die Mitte gewählt, den Wagen in Riedling hingestellt und habe gesagt, okay, dann fahre ich jetzt mal in Richtung Sigmaring, in der Hoffnung, dass wir uns treffen. Und ich denke, das passiert auch. Also. Don't hesitate, stir up the wave. Don't make me wait, go on and on and on and on. A sweet escape between my legs. Chase me away. Ja, ich habe das noch nie gemacht. Das ist für mich auch absolut Neuland und spannend. Weil ja, was kann alles passieren? Ich kann die Route umsonst fahren und wir können aneinander dran vorbeifahren, weil er gerade ins Gebüsch gehüpft ist oder in irgendeinem Ort einkehrt oder ähnliches. Das kann durchaus passieren, denn letzte Route, die ich mit einem YouTuber zusammengefahren bin, Harry Radelt. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch gerne das Video oben. Ja, da macht man einen festen Treffpunkt aus und dann fährt man zusammen und trennt sich wieder. Das ist natürlich die einfachste Variante, aber der Überraschungseffekt ist halt weg. Und deswegen ist das jetzt genauso spannend für mich, ob ich das hinkriege oder nicht. Schon gesagt, ich werde das Video auf jeden Fall veröffentlichen, egal ob ich den Lucy jetzt treffe oder nicht, weil ich habe auch noch so ein bisschen Plan B oder C oder D, um ihn zumindest im Laufe seiner Reise nach Passau vor die Linse zu kriegen. Also bin mir ziemlich sicher, das kriegen wir heute hin, aber ansonsten haben wir da auch durchaus einen anderen Plan. Schauen wir mal. Between my legs, chase me away, don't you stop. Wet as the rain, hard as the light. Your lips on my lips, saving my life. I'll be your anchor when you go down. Don't you wanna, don't you wanna die. Hey love, let's do what. Ja, Ilja, was ist denn deine Strategie? Ich habe keine. Ich könnte theoretisch mich jetzt irgendwo hinsetzen und einfach das im Schatten beobachten, was an mir dran vorbeifährt. Ist aber auch doof, ne? oder fahre, wie gesagt, entgegen, damit ich hinterher auch ein schönes langes Stück mit dem Lucy zusammen habe zum Plaudern, weil dafür trifft man sich ja, ne? Macht ja keinen Sinn, wenn man dann 3 Kilometer zusammenfährt und dann hat es sich erledigt. Genau, also keine Strategie. Wir waren gerade Binswangen. Oben, was ihr gerade gesehen habt, ist Keltenmuseum in Hundesing. Und wir sind hier jetzt Donauaue Richtung Mengen. Und das habe ich jetzt gefahren, 8 Kilometer, also nicht der Rede wert. Ein bisschen was radeln tun wir auf jeden Fall noch. Ja, man muss, ich habe jetzt so überlegt, wann denn man irgendwann aufeinandertreffen könnte, so viel ich gesehen habe. Mir wurde die Route zugeschustert und vom Campingplatz aus möchte der Lucy 84 Kilometer fahren. Ich kenne seine Videos, wenn er immer viel vor der Brust hat,
dann ist er auch mal relativ zeitig, behaupte ich jetzt einfach mal, vom Campingplatz runter. Und ja, gehe jetzt mal davon aus, er ist so roundabout 9 Uhr spätestens vom Campingplatz runter. Und ja, jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Wir haben es jetzt 10.13 Uhr. Und da ich auf dem Weg nach Sigmaringen bin, das sind ca. 30 Kilometer. Ja, kurz vor Sigmaringen, glaube ich, könnten wir aufeinander stoßen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber auch das ist alles irgendwie, Lichtmanager spielt nicht mit. Das ist irgendwie alles, ja, Glaskugeldenken. Ja, aber solche Gedanken macht man sich dann, wenn man so auf dem Radl sitzt und sagt, naja, hoffentlich verpasse ich ihn nicht und wie oder wo oder was könnte da ein Schnittpunkt sein. So, jetzt muss ich mal rechts abbiegen. Und dann geht es da hinten gleich wieder rum. So. Ja, aber natürlich gibt es da auch eine ganze Menge Parallelen und Gefahren, wo das natürlich nicht funktionieren kann. Ne? Wir werden es sehen. So, zum allem Überfluss habe ich mich jetzt knappe 1,5 Kilometer verfahren. Ich bin wirklich an einem Schild dran vorbei und ich glaube es zwar nicht, aber wenn das dann der Endgegner der Begegnung war, dann war es halt so. Ja, bin jetzt wieder zurückgefahren, jetzt bin ich wieder auf dem Track, aber wirklich das Schild komplett übersehen und diesmal kurz wieder besseres Licht und diesmal ja, habe ich keine Aufnahme gemacht. Ich habe einfach die Strecke genossen und durch die Weltgeschichte geguckt und ja, dann ist mal ganz schnell so ein Schild übersehen. Bin aber auch ehrlich, da ich das ja hier schon mehrfach gefahren bin, hatte ich noch überlegt, kannst du dich daran erinnern? Konnte ich nicht. Jetzt, wo ich fahre, kann ich mich daran erinnern. Also, weiter geradeaus. So, Mengen erreicht. Ja, ich habe gerade mal eine Kleinigkeit getrunken, denn ja, wir haben jetzt schon 26, 27 Grad. Es sollen heute 33, 34 Grad geben. Heute Nacht hatte es gewittert und dementsprechend feucht oder wie wir hier sagen, dämpfig ist es. Ja, ich stehe hier gerade so ein bisschen im Schatten, trinke jetzt noch eine Kleinigkeit und dann fahre ich durch Mengen durch. Also, ihr seht's, den Lucy habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Und ja, durch Mengen, der Donauradweg geht direkt durch die Mengener Innenstadt. Und ja, da will ich konzentriert gucken, ob ich ihn links oder rechts sehe, weil das lädt natürlich dann auch ein, hier oder dort mal eine Bank aufzusuchen, was zu trinken. Und genau, ich mache es jetzt hier erstmal abseits. Also, Schluck Wasser trinken und dann geht's weiter durch die Mengener Innenstadt.
aus Mengen raus. Der Donauradweg geht nicht jetzt direkt quer durch die Innenstadt, sondern so seitlich weg. Und ja gut, da ist natürlich dann auch die Gefahr. Es ist 11, für ein Hüngerchen mal eben kurz in die Stadtmitte abbiegen. Aber ich bin weiterhin zuverlässig, dass unsere Begegnung stattfinden wird. Ja, jetzt wird es wieder ein wenig ländlicher und da soll wohl die Gefahr nicht so gegeben sein, aneinander dran vorbeizufahren. Also gucken wir mal. Ja, so, jetzt haben wir oder wären 7 Kilometer vor Sigmaringen und ja, es ist jetzt kurz 11:15. Bis jetzt ist er mir noch nicht entgegengekommen und ja, ich glaube, ich werde mir jetzt irgendwo so einen zentralen Punkt finden, wo er hundertprozentig durchkommen muss und abwarten. Ich weiß nicht, irgendwas anderes kann ich jetzt nicht machen, weil doch wohl viel zu viele Fehlerquellen dazwischen waren, wo man hätte eventuell auch aneinander vorbeifahren können. Schauen wir mal. Aber ja, und so, wie gesagt, Plan A, B, C gibt es auch noch. Sollte es dann nicht so sein, dann ist es halt so. Aber ich bin da immer noch ganz zuversichtlich, dass wir uns jetzt irgendwie irgendwann begegnen werden. Ja, ich habe jetzt beschlossen, hier ist es schön schattig, hier unten die Donauaue, jetzt einfach mal hier ein ganz klein wenig abzuwarten. Weil wie gesagt, also es ist halt immer irgendwie möglich, dass man da, ja, ich sag mal, aneinander dran vorbeifährt und ja, ich will jetzt einfach mal die Fehlerquelle ein ganz klein wenig nehmen. Rein zeitlich könnte es sein, dass er jetzt so um diese Uhrzeit hier vorbeikommt. Das Thema ist halt, man oder ich weiß nicht, weil es ist ja Überraschung gewesen oder ist es immer noch, wann er dann halt vom Zeltplatz runtergekommen ist und inwiefern er zwischendurch da seine Strecke schafft oder nicht schafft. Also, nicht so schlimm. Wir warten jetzt stumpf hier einfach mal und schauen, ob es funktioniert. Man weiß es nicht. Strategie neu erfunden, hätte ich beinahe gesagt. Ja. So, jetzt habe ich doch glatt die Einfahrt verpasst, weil ich musste wirklich gucken, ist das oder ist das nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon gezweifelt, ob wir uns doch verpasst haben. Aber ich sag's euch, wir haben uns nicht verpasst. Hier ist er. Da ist er, der Lucy. Ja, und ja, ich freue mich riesig, Lucy, dass wir dann uns doch nicht oder dass wir uns dann begegnet sind, weil ich hatte jetzt echt gezweifelt, ob wir das überhaupt noch hinkriegen. Also die Überraschung, ja.
Die ist dir gelungen. Super, freut mich. Gelungen. Wir fahren jetzt zusammen nach Riedling. Ihr wisst ja, wo mein Auto steht, in Riedling am Bahnhof. Ich begleite Lucy, ich freue mich riesig drauf. Auf geht's, 25 Kilometer nach Riedling. Ja. Ja, das haben wir vergessen. Wir wollten die Szene ja noch mal im Film. Der läuft mir über den Weg. Ja, also, wir sehen uns nachher. Wir fahren jetzt durch, damit ihr nicht so lange warten müsst. Also, Überraschung gelungen. Genau. Absolut gelungen, ja, muss ich sagen. Gut, bis nachher. Also, bis nachher. Jo, ciao. Umgebungstechnisch brauche ich euch nicht viel zeigen, weil ja, Mengen, ne, sind wir wieder da. Und ja, der Lucy hinter mir folgt mir blind. Hatte ich auch noch nicht, dass man mir blind folgt. Nein, ich bin den Weg ja nur jetzt heute Morgen schon gefahren und da macht das natürlich Sinn. Wobei sein Garmin hat da schon ziemlich geschimpft, ja, weil ich ihm da vom Track abfahre. Ja, gleich werden wir Lucy noch mal irgendwie nebenbei fragen, was er eigentlich so vorhat, ne? Wie lange er unterwegs ist, wohin er will. Ich hatte ja schon die Vermutung aufgestellt, nach Passau die Donau komplett entlang konnte. Aber das erzählt er euch gleich selber, da bin ich mir ziemlich sicher. Mengen durch. Jetzt geht's dann wieder Richtung Hundesingen. Jetzt habe ich Lucy mal so seitlich und wir können auch ganz angenehm geradeaus fahren. Da muss ich reinsprechen. geradeaus fahren. Ich gebe ihm mal das Mikrofon rüber und er erklärt euch jetzt mal, wo es für ihn hingeht. So bin ich drauf, Leute. Ja, ja. Ja, also ich bin gestern gestartet in Donaueschingen, direkt an der Donauquelle. Und ich plane 8 Tage die Donau runterzufahren bis nach Passau. Das sind dann so im Schnitt immer so um die 80 mal 90 mal 60 mal 70 Kilometer in etwa. 8 Tage kann man schneller schaffen, aber bin ja hier mit meinem Bio-Drahtesel unterwegs. Von daher reicht das dann auch und ich möchte auch nicht, dass irgendwie Stress aufkommt. Schade, dass ich nur 2 Wochen Urlaub habe, denn sonst wäre ich die Donau garantiert bis zum Schwarzen Meer weitergefahren. Aber spätestens, wenn ich in Rente bin, werde ich das vielleicht mal machen. Das macht so einen Spaß hier. Die Landschaft ist wirklich ein Traum. Kann es euch sehr empfehlen, wirklich. So sieht's aus. Danke dir. So, jetzt schwätze ich da nochmal rein, was dann nochmal ganz interessant ist. Ich blende euch das mal einmal kurz ein. Da seht ihr, wie Lucy und ich uns getroffen haben im Wald. Und ja, er dann sagte ja, Mensch, das ist ja dann heute Tatsache doch noch einen YouTuber, denn ja, der Allgäu Flo und die Tina, die stehen in Riedling und warten darauf, dass der Lucy endlich ankommt. Haben ihr erstes Ei schon weggelöffelt und ja, dementsprechend machen wir jetzt ein bisschen Meter, weil wir wollen sie auch nicht noch länger unnötig warten, also. So, 5 Kilometer vor Riedlingen, die Sahara-Wüste hat uns voll im Griff, denn ja, hier scheint voll die Sonne und es gibt kaum Schattenmöglichkeiten, aber das ist nun mal so in der Donau und dennoch sehr schön. Also einfach am besten auf dem Rad sitzen bleiben, bisschen Fahrtwind abkriegen, bloß nicht hinstellen, dann fängst du an zu schwitzen. Ja, wir haben auch den Drink-Award gleich verdient. Genau, das sehe ich auch so. So, der Flo hat auch gerade angerufen, die warten auf uns, auf geht's. Letzten 5 Kilometer, Endspurt.
mit meinen Augen ganz nah dran. Für Action-Cam-Niveau noch weit, weit in der Ferne. Wir haben Riedlingen wieder erreicht. Ja, und ich denke, wir treffen dann gleich auch den Flo und die Tina. Alles noch gut bei dir? Alles noch gut. Also, er hat ja noch, warte, ich guck euch mal an. 30 Kilometer zu fahren. Genau, er hat nämlich noch 30 Kilometer vor sich und Richtung Ehingen noch hoch. Ja, deswegen, aber ein kleines Päuschen steht dir schon gut. Na also. Genau, denke ich auch. Also, schauen wir mal. Auch für eure und für Lucys Zuschauer und für den Allgäu Flo seine Zuschauer. Ja, servus. Na? Da ist der nächste. Radfahrer von hinten. Servus. Ja. So, siehst du wohl. So trifft man einen ganzen Haufen YouTuber. Ist doch schön. Also, wir werden uns jetzt erstmal begrüßen und dann sehen wir weiter. So, ihr Lieben, viele Szenen müssten wir eigentlich rausschneiden. Mal gucken, was uns Video schafft. Ja, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ein schönes Bierchen zu trinken. Bei den Temperaturen auch absolut in Ordnung. Und wir, genau. Und ja, dann denke ich, ist auch das Video und die Tour für hier so gut wie durch. So, ihr Lieben, jetzt haben wir die Tina, den Flo, die Karin hat sich noch dazu gesellt. Das fanden wir natürlich jetzt richtig klasse. Ja, und der Lucy, der noch 20 Kilometer vor sich hat. Nee, 30. Okay, 30 sind sogar noch. Ja, im Übrigen auch. Ah, und ja genau, und der Flo und der Tina begleiten ihn, finden wir natürlich super. Ne? Für mich ist hierhin die Tour vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut. Kein Alkohol. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss, euer Ilja. Ja, weil Stopp. Schrei nicht so, Ilja. Hi Flo. Warte, ich schalte mal kurz auf Lautsprecher. So, wir sind. Weißt du, dass ich das fragen wollte? Ich kenne dich. Hoffe ich, glaube ich zumindest. Ja, okay, 100 Punkte. So, dass ich dann nicht mehr hochkomme, ey. Alter. Aber er fährt von Hausen nach Rottacker. Ich brenne durch den Wald, Alter, und mit was ist er ja noch so lang. Weißt du, wie schwierig das ist, ohne Termin das zu machen?